Let's Play Enderal. Tragische Folge, Lishari ist tot, jemand hat sie ermordet. Und ich hoffe, wir werden denjenigen finden und bestrafen. Schon seltsam, dass das genau nach dem wilden Streit passiert ist, den wir in der vorletzten Folge mitbekommen haben. Ah, schreite wohl. Hast geht du einen weiter. Augenblick? Halt, da muss natürlich, worum geht es? Der Erzmagister hat mich beauftragt, mehr über den pyräischen Prophet herauszufinden. Ah, wenn das nicht der Prophet ist. Was ist mit euch? Ihr seht beklommen aus. Lishari ist tot. Ich weiß, dieser Scharim hat es schon erzählt. Ich kannte sie kaum, aber es ist dennoch schrecklich. Erst Funkenschlag und jetzt sie. Wir müssen den Täter finden und das schnell. Aber damit sage ich euch vermutlich nichts Neues. Malfas sei Dank haben wir kürzlich einen Durchbruch mit dem Leuchtfeuer erlangt. Was hat mir Juslan erzählt? Wisst ihr jetzt, was dem Leuchtfeuer noch fehlt? Zumindest was die Sockel angeht, ja. In den Schriften aus Altotulgrad ist von einer schwarzen Glut die Rede, die eine Art Energiequelle für die Maschine darstellen soll. Irgendwelche Anhaltspunkte, was genau diese schwarze Glut sein könnte? Das haben wir uns die letzten Wochen gefragt. Und dann ist es uns wie ein Fell von den Augen gefallen. Die Pyräer meinten die schwarzen Perlen. Vermutlich kennt ihr sie nicht. Es sind alte Schmuckstücke, manchmal auch schwarze Steine genannt. Sie tauchten das erste Mal in der goldenen Ära auf. Und jeder, der etwas auf sich hielt, kämpfte darum, eine im Besitz zu haben. Angeblich stammten sie aus Tirmatral, dem Herzen Arkvens. Dekadenlang wechselten sie also immer wieder den Besitzer, mal durch Gold, mal durch Gewalt. Das Ganze nahm erst ein Ende, als den Besitzern ein unangenehmer Nebeneffekt auffiel. Lasst mich raten, die Perlen waren verflucht? Nein, zumindest nicht mit gewöhnlicher Magie. Das ist ja das Seltsame. Dennoch teilten alle Besitzer über kurz oder lang dasselbe Schicksal. Fürstin Katua beispielsweise, die nerimesische Gräfin, deren Schloss bis auf die Grundmauer niederbrannte. Laut einem Überlebenden war sie selbst dafür verantwortlich. Man hatte sie in jener Nacht gesehen und sie soll hysterisch schreiend und lachend im Thronsaal umhergetanzt sein und Feuerwellen beschworen haben. Obwohl sie bis zu diesem Tage keinerlei magische Begabung hatte. Dann haben die Perlen ihren Besitzern magische Kräfte verliehen? Richtig. Plus, sie zeigten Krankheitsmerkmale wie die Besessenen des roten Wahnsinns. Eine seltsame Parallele, wenn ihr mich fragt. Allerdings, was ist passiert, als das bekannt wurde? Tja. Die, die eine Perle besaßen, versuchten sie irgendwie loszuwerden oder in ihren Schatzkammern wegzusperren. Und irgendwann sind sie einfach in Vergessenheit geraten. Erklärt ihm eure Theorie, Erzmagister. Ja, natürlich. Wir glauben, dass sie Energieträger sind, in denen pure, ungebündelte Magie fließt. Und dass die Hohen sie sich zunutze machen. Zunutze machen? Ihr meint, die Perlen verursachen den roten Wahnsinn? Richtig. Die Magie der Perlen gibt den Trägern Macht, aber die Hohen verpesten sie. Wie ein vergifteter Trank sozusagen. Ich weiß, es klingt weit hergeholt. Aber die Parallelen sind zu auffällig. Das Leuchten in den Augen der Opfer, das langsame Abgleiten in den Wahnsinn und schließlich der irrationale, alles zerstörende Gewaltakt. Aber diese Vorfälle, von denen ihr sprecht, liegen doch schon Jahrzehnte zurück. Ich dachte, die Hohen erscheinen immer erst kurz vor der Läuterung. Das dachten wir auch. Aber da lagen wir wohl falsch. Vielleicht verlassen die Hohen ja nach der Läuterung, was auch immer sie ist, unsere Sphären überhaupt nicht. Vielleicht sind sie Teil der Welt, wie die Gezeiten oder die Elemente. Und der Tod der Götter gibt ihnen sozusagen das Startwort. Aber warum? Was haben die Hohen davon? Das ist eine Frage, die ich mir, seitdem wir vom Zyklus wissen, stelle. Wer weiß das schon? Vielleicht sehen sie uns gern leiden. Vielleicht sind wir für sie wie Ameisen, die zu töten nicht unethisch ist. Oder vielleicht ist der Fehler, bei den Hohen überhaupt nach so etwas wie Absichten zu suchen. Und ihr denkt, wir benötigen diese Steine, um das Leuchtfeuer zu entzünden? Richtig. Nichts anderes auf der Welt verfügt über so viel unverdünnte Macht.
Und deshalb werdet ihr sie finden. Hallo. Okay. Und deshalb werdet ihr sie finden. Aber wenn die Hohen die Steine verpestet haben, ist es doch nicht eine schlechte Idee, sie hierher zu bringen? Nein, weil wir wissen, womit wir es zu tun haben. Anders als die, die den Steinen zum Opfer fielen. Stellt sie euch wie ein magisches Schwert vor. Ein Narr weiß es nicht zu führen und wird sich daran über kurz oder lang schneiden. Ein erfahrener Krieger jedoch kann sich seine Macht zunutze machen. Was nicht heißt, dass wir leichtsinnig mit ihnen umgehen werden. Was wir brauchen, ist ihre Energie, nicht mehr und nicht weniger. Wenn wir die erstmal auf das Leuchtfeuer übertragen haben, sind ihre Hüllen für die Hohen nutzlos. Wie erkennt man, ob jemand befallen ist? Warum? Verstehe, und wie sollen wir sie aufspüren? So wie ihr das beschrieben habt, sind sie doch auf ganz Wind verstreut. Ja, aber wir brauchen nicht alle von ihnen. Das Leuchtfeuer hat genau drei Fassungen. Und so viele der Steine werden wir auch hier auf Enderal finden. Erzmagister? Ich habe die Geschichten der Perlen als junger Arkanist studiert. Und meine Aufzeichnungen sollten euch Anhaltspunkte geben. Gebt mir bis morgen, dann habt ihr die relevanten Auszüge. Das kam erst vor kurzem. Gut, sonst noch etwas, was ich beachten sollte? Kommt einfach immer zu mir, wenn ihr Fragen habt. Und beeilt euch. Vielleicht habt ihr es schon bemerkt, aber nerimesische Stoßtruppen durchstreifen das Land und errichten Stützpunkte. Je früher wir die Steine haben, desto besser. Aber, naja, sollen das Flammentrunk und die Apothekarie okay. herausfinden. Das heißt, wir verdanken euch die Splitter des Siegelsteines. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das einmal sagen würde, aber habt Dank dafür. So, jetzt muss ich mir wieder irgendwo ein Bett suchen. Wegelosigkeit, wohin man... Oh Mann, Lishori tut mir echt leid. Ich fand sie irgendwie nett. Solange das nicht mit unserem Schätzelein noch passiert. Blackscreen aus der Hölle. Ah, jetzt. Man erwartet viel von euch. So, das war im Fremdenviertel, ne? Da müsste ich ja dann ein kleines Nazi-Razzi halten können. Bisschen Bubu machen. Die Zeit wäre jetzt wahrscheinlich so gedacht, dass man dann auch irgendwelche Nebenquests so machen kann, aber echt, ich will unbedingt wissen, wie es mit der Story weitergeht. Das ist zu spannend und außerdem will ich wissen, wer hinter dem Mord an Lishori steckt. Und das hängt ganz offenbar mit der Hauptquest zusammen. Schön, euch zu sehen. So, schlafen wir am besten einfach mal irgendwie so 10 Stunden oder so und hoffentlich reicht es dann. Ina, gut, verteilt. Malfas zum Gruß. Klar gibt's ein Zimmer. Es ist kein Ark. Gut, wir lassen den Raum aufsperren. Und bitte, dreht keine krummen Dinger in Ordnung. Wir achten hier den rechten Weg und wollen keinen Ärger. Setzt euch doch. Sicher. Ist ja schon gut. Lass mich ein... Schläger. Was wollt ihr? Hä? Arbeit, so ist das eben. Nein? Naja. Oh shit. Heute Met im Angebot. Was? Oh, mal 12. Keine Nachricht.
Portal. Jetzt gehen wir aber trotzdem mal hoch, vielleicht geht's ja trotzdem schon. Lang genug hätten wir jetzt eigentlich schon gewartet. Es sei denn, der Erzmagister ist sich der Dringlichkeit der Sache nicht bewusst. Ich würde es richtig cool finden, wenn diese Truppe da irgendwie selber noch eine Entwicklungsstudie machen weiter. Würde. Die hätten auf jeden Fall alle das Zeug dazu, sich selbst ein Studio aufzumachen und Spiele zu entwickeln. Schon allein von der Story her. Da hätte ich richtig Lust drauf. Aber wenn dann... Ich weiß nicht. Bei mir ist es so... Es soll ja auch dieses... Wie Pillars of Eternity. Soll ja ein super Rollenspiel sein. Aber ich mag... Ich bin kein großer Fan von diesen Spielen mit dieser 2D-Optik so von oben. So wie halt die alten Fallout-Teile zum Beispiel sind oder so. Und außerdem bin ich kein Fan von, wenn ich zu viel lesen muss bei Quests oder so. Mann. Das mag ich nicht so. Ich hab Pillars of Eternity habe ich mir gekauft, aber... Nichts. Na, jetzt war ich kurz gemutet. Aber ja, da muss man halt einfach nur lesen und... Ich hatte sogar vor, das mal als Let's Play zu machen. Aber ich weiß nicht. Ah, renn schon wieder falsch. Ist er doch. So, dann wollen wir doch mal sehen. Ja? Nun, das Wissen um die schwarzen Steine ist schon mal ein großer Fortschritt. Aber dennoch, es bleibt wie ein Kind, das mit der Aufgabe betraut wurde, die Technik hinter... War das noch nicht fertig? Sternlingskanone zu verstehen. Oh Gott. Es heißt, wir verdanken euch die Splitter des Siegelsteines. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das einmal sagen würde. Wäre nicht auch irgendwo noch ein Bett oder sowas? Mist, verdammt. Irgendwann vielleicht. Ich kann das einfach nicht glauben. Ja. Wegelosigkeit, wohin man schaut. Das ist doch wohin doof. Wohin soll das nur führen? Sorry dafür, dass wir das jetzt so machen müssen. Dass jetzt gerade nichts passiert. Aber es ist ein bisschen blöd, dass sie das so gemacht haben, dass man einfach nicht wie in Skyrim jetzt T drücken kann und dann einfach ein paar Stunden warten kann. Dass man da immer ein Bett braucht. Selbst beim Hinsetzen irgendwo auf dem Stuhl geht's nicht. Man kann nur Zeit überspringen, wenn man schläft. Schwester, schreite wohl. Ah, du. Na, was gibt's? Okay, wieder ins Fremdenviertel. Und dann halt immer diesen langen Ladebildschirm her. Das ist so mein einziges Manko an der Mod. Ansonsten ist es richtig gut. So diese paar kleinen Sachen. Keine Schnellreisen oder eben das mit dem Schlafen. Ansonsten ist es echt geil. Muss ich mal gucken, wenn ich das hier fertig habe, ob ich nicht die Oblivion-Version auch spiele. Oblivion habe ich auch noch nie durchgespielt. Das muss ich auch irgendwann einmal noch machen. Ja, bleibe für die Nacht. Klar, gibt's ein Zimmer. Ja, gib her. Blablabla. Gut, wir lassen den Raum aufsperren. Und bitte, dreht keine krummen Dinger in Ordnung. Wir achten hier den rechten Weg und wollen. Könnt ihr mal die Schale irgendwie beerdigen? Was soll denn das? So, wenn das jetzt nicht hat, dann weiß ich auch nicht.
Aber mich würde es echt interessieren, ob die Entwickler sich irgendwie an der Story von Mass Effect orientiert haben. Ah. Geht in den Flüsterwald. Durchsucht die alte Nebelwacht. Es sind schon wirklich Parallelen da. Ich meine, es ist ja nichts Schlechtes, dass man sich da irgendwo von der Story bei etwas anderem orientiert. Mass Effect hat eine richtig geile Story. Da kann man echt nichts sagen. Ich hoffe, dass sie mit dem neuen Mass Effect, das jetzt dann nächstes Jahr rauskommt, dass sie da anknüpfen an. Also nicht an die alten Mass Effect-Teile, sondern dass sie anknüpfen, dass sie wieder so eine gute Story rausbringen. Das hoffe ich sehr. So, die Folge hat jetzt hauptsächlich aus Ladebildschirmen, Schlafen und Rumreisen bestanden. Aber zumindest erfahren wir jetzt mal, wo wir hin müssen. Also 3 Perlen brauchen wir, das heißt 3 verschiedene Orte wahrscheinlich. Was auch heißt, dass es dann in der nächsten Folge wieder ein bisschen spannender wird. Ah, da bist du ja. Und? Hast du es gefunden? Ja, hier. Aber pass auf. Ja, können wir die Rede mit mir? Man erwartet viel von euch. So. Es heißt, wir verdanken euch die Schlitter des Siegelsteines. Habt ihr die Arbeiten auswerten können? Ah, richtig, die Aufzeichnungen. Ja, hier sind sie. Ich habe euch die relevanten Stellen markiert. Folgt einfach den Spuren und seht, ob ihr etwas finden könnt. Und wenn ihr einen der Steine habt, kommt und bringt ihn mir. Wir haben die besten Schmiede der Stadt zusammengetrommelt, aber das Zeug herzustellen ist... Du bist mein Licht wie ein Schimmer am Horizont. Dein Name ist mein Sakrament. Und deinen Pfad will ich ehren. Lixius Aufzeichnungen lesen. Im Leben... Ah, da, ja. So bleibt auch die Frage offen, ob die Zerwürfnisse im Geschlecht der Dalgays nicht letzten Endes auch dem Schwarzen Stein zuzuschreiben sind. Sicher ist jedoch, dass Yiro Dalgays, dessen Faszination für seltene Mineralien allgemein bekannt war, den Stein bei einem fahrenden Händler aus Kyra zu einem Spottpreis erstand, vermutlich ohne zu wissen, worum es sich dabei in Wirklichkeit handelte. Des Weiteren weiß man, dass Yiros Nachfahre Ketaron Dalgays, den das Geschäft seines Adelsgeschlechts zu einem der mächtigsten Männer Endarals gemacht hat, trotz seiner offenkundig misanthropischen Charakterzüge eine gewisse Liebe zu Traditionen hegte und er deshalb die Steinsammlung seines Vaters hütet wie sein Augapfel. Falls man also Vermutungen über den Verbleib der sich auf Enderal befindlichen schwarzen Steine anstellt, ist man am besten beraten, eine Audienz bei Dalgays selbst zu ersuchen. Zweite Lesemarke. Befindet sich noch heute einer der schwarzen Steine im Besitz der endraleischen Adelsfamilie Dalvarek? Dalvarek? Das ist doch Jasper! Die jedoch zum heutigen Tage bis auf 2 Sprösslinge ausgelöscht ist. Wo sich der schwarze Stein derzeit befindet, ist fraglich, genauso wie es fraglich ist, ob die Dalvareks überhaupt von der Natur des Relikts wussten. Ein Ansatzpunkt wäre das Anwesen der Familie, obgleich dies bei einem tragischen Unfall vor 3 Dekaden vollkommen abgebrannt ist. Und so schließt sich der Kreis. Bestimmt hat Jaspers Schwester den Stein und ist abgehauen damit oder sonst irgendwas. Dritte Lesemarke. So weiß man zwar, dass auch der Orden der Apothekare sich einst im Besitz eines Steins befunden hat, aber man sucht vergeblich nach näheren Hinweisen. Die Apothekare behaupten beharrlich, es sei abhanden gekommen, doch etwas davon zu halten ist natürlich fraglich. Ich kann das einfach nicht glauben. Kompliziert zu beschreiben. Am ehesten kannst du es dir wie eine Art Organismus vorstellen.
Zumindest ist es das, was dieser Charim sagt. Jasper und Tons der Nomaden aufsuchen. Ich würde sagen, damit fangen wir an. Ja, man kann behaupten, was man will, aber okay. Er weiß, was er tut. Dann war es es eben für heute schon. Wir sehen uns morgen wieder bei Enderol und dann quatschen wir mal mit Jasper. Bis dann.